Hi, hinter mir habe ich eine Kleinigkeit aufgebaut, was sich in der Form auch so bei einem Kunden tatsächlich abgespielt hat. Im Vorfeld war das so verdrahtet, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben hier einmal einen Lichtschalter und eine Steckdose für Schlafzimmer. Dann haben wir hier einen Lichtschalter, Steckdose für Ankleidezimmer. Und das hier ist eine Kreuzschaltung gewesen für Schlafzimmer, dass man das von hier aus und noch von woanders aus schalten kann. Darum geht es aber hauptsächlich nicht. Es geht an sich um die Stromkreise und wie das tatsächlich in der Unterverteilung verdrahtet wurde. Das Ding ist nämlich, der Kunde hatte die Unterverteilung schon vom Elektriker vor 6 Jahren oder so installiert bekommen. Und die lag aber irgendwie auf dem Boden, beziehungsweise war nicht ordnungsgemäß da, wo er sie gerne hätte. Dann hat er die Leitungen verlängert und so weiter. War auch alles beschriftet. Hier beispielsweise der zweite LS-Schalter, der auf L2 ist. Das ist jetzt für Schlafzimmer. Oder? Weiß ich gerade nicht. Werden wir schon sehen. Und der andere, der hier jetzt auf L2 ist, das ist für Ankleidezimmer beispielsweise. Ob die jetzt verdreht sind, das spielt keine Rolle. Er hat die ganzen Leitungen verlängert und ja. Das ist aufgelegt, jetzt nicht zu 100%, wie es vorher aufgelegt gewesen ist, aber der hat sich auf jeden Fall einen Plan gemacht, nach welcher Reihenfolgenordnung er die in seinem Fall haben möchte. Und erstmal führe ich vor, wie das vorher gewesen ist. Also, ihr habt verstanden, hier haben wir Schlafzimmer, Schlafzimmer, hier haben wir Ankleidezimmer, Schlafzimmer, Ankleidezimmer. Die beiden Räume waren halt nebeneinander. Dann eine Unterverteilung, FI-Schalter und die ganzen LS-Schalter sind belegt gewesen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen drauf verzichtet. Hier ist eine Leitung, die geht zu einem Raum. Hier haben wir eine Leitung, die geht zu Schlafzimmer oder Ankleidezimmer. Hier war eine Leitung, die zu einem anderen Raum geht. Das ist dann für Schlafzimmer bzw. Ankleidezimmer. Und dann machen wir mal alles hoch. So ist alles an. Jetzt, wenn hier Lampen wären, würde das auch mit der Lampe funktionieren. Aber hauptsächlich geht es jetzt darum, dass wir einmal hier 230 Volt anliegen haben. Und das gleiche haben wir eben hier bei der Steckdose auch. Und was zu dem Zeitpunkt noch keiner gewusst hat, war, dass wenn wir jetzt beispielsweise hier den runter machen, haben wir trotzdem noch bei beiden Strom. Oder wenn wir den wieder hoch machen und den dafür runter, haben wir immer noch Strom. Also hat es gar nichts gebracht, die mit Ankleidezimmer und Schlafzimmer zu beschriften, weil erst beide müssen aus sein, damit wir hier auf beiden keinen Strom hatten. Jetzt habe ich ja gesagt, dass er das umverdrahtet hat, in der Form von, dass er die nicht auf eine Phase gelegt hat, die beiden Zuleitungen, die in den Raum gehen, sondern beispielsweise nehmen wir den hier mal runter und legen den einen weiter auf L3 drauf. Und dann hat er hier zugeschaltet, hier an. Und da hat man es gesehen, da ist jetzt schon ein Kurzschluss passiert zwischen L2 und L3. Und der wusste nicht, er macht den hier an und dann fliegt einmal der und der raus. Dann hat er gesagt, der kann auf jeden Fall einen hochmachen, dann läuft Schlafzimmer und Ankleidezimmer. Der kann aber auch den hochmachen, dann läuft Schlafzimmer und Ankleidezimmer. Und dann habe ich mich dahingestellt, ich gehe mal kurz wieder die Sicherung im Haus reinmachen. Also, der hat mir gesagt, dass wo ich da hingekommen bin, waren die beiden zwar nebeneinander. Ich hätte den jetzt hier auf den auch drauf machen können. Aber der hatte hier ein Warnsymbol und hier ein Warnsymbol. Ich würde jetzt hier ein Warnsymbol machen und hier ein Warnsymbol. Und dann meinte er, genau, wenn ich den hier zuschalte, dann habe ich auf jeden Fall Strom, dann funktioniert alles. Und hier auch. Oder ich mache den runter und den hoch. Dann funktioniert es auch. Aber meinte er, wenn ich beide hochmache, dann knallt's und er weiß nicht warum und wieso und so weiter. Was ich dann gemacht habe, FI einmal runter, alle Leitungsschutzschalter hoch
Und dann habe ich gemessen zwischen L1 und L2. Okay, passt. Zwischen L1 und L3 passt. Zwischen L1 und L1 dürfen wir Durchgang haben. Alles okay. Passt. 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 Hier wieder nichts. Hier wieder nichts. Passt. Okay, passt. Dann würde ich auf L2 gegangen. Und dann zwischen L2 und L1 darf nichts sein. Okay, gut. Zwischen L2 und L2 darf was sein. Gut. Und hier war der Fehler. Zwischen L2 und L3 ist ein Kurzschluss. Und dann habe ich Einleitungsschutzschalter runtergemacht. Von den vermeintlichen, wo es auslöst. Bin auf L2 und L3 gegangen. Hab gesehen, okay, der Kurzschluss ist weg. Heißt für mich, es muss definitiv zwischen der und der Ader irgendwo im Ankleidezimmer und Schlafzimmer in irgendeiner Dose, die so verbunden sein, dass es zum Kurzschluss kommt. Jetzt hätte man die Möglichkeit, entweder die wieder auf L2 drauf zu machen oder die auf den gleichen Leitungsschutzschalter drauf zu machen, wie die der ist. Ist dann auch auf L2 drauf. Wollte er aber nicht. Und dann habe ich mich auf die Fehlersuche begeben. Im Schlafzimmer bin ich gar nicht gewesen. Den Lichtschalter und die Steckdose habe ich so gelassen, wie sie waren. Das erste, was ich gemacht habe, war, den Lichtschalter hier im Ankleidezimmer, den oberen, aufzumachen, der für die Lampe für ein Ankleidezimmer gewesen ist. Weil es der obere war, dachte ich, okay, schaust du da mal erstmal rein. Hab da aber nicht viel gefunden, außer dass da eine Zuleitung von unten kommt auf L, dann ein Lampendraht, der von oben hier da drauf geht. Schutzleiter und Neutralleiter haben sie in die untere Dose reingemacht. Und dann habe ich den wieder zugemacht und wusste direkt, okay, hier spielt sich das ganze Spektakel ab. Dann den hier aufgemacht. Das ist jetzt ein Kreuzschalter gewesen für ein Schlafzimmer vom Ankleidezimmer aus. Deswegen war hier auch nichts weiter als grau, schwarz und eingangsseitig auch grau und schwarz einmal. Und die haben mich gar nicht gekümmert. Was mich gekümmert hat, war, okay, FI ist aus, war, dass hier fünf Phasen auf eine Vago draufgegangen sind. Die habe ich dann einmal so abgemacht und dann habe ich die mir so hingelegt, dass die sich nicht berühren. Der geht nach oben zum Lichtschalter. Und dann habe ich zugeschaltet. Einmal FI. Und dann DNLS auch. Zack. Und jetzt konnte ich mit meiner Prüfspitze gucken. Okay, hier ist nichts drauf. Hier haben wir Strom drauf. Hier haben wir nichts drauf. Hier haben wir auch nichts drauf, der geht sowieso zu dem Schalter. Und hier haben wir auch Strom drauf. Und dann wusste ich, okay, zwei Zuleitungen aus der Unterverteilung gehen hier drauf und müssen eben die gleiche Phase haben. Dann habe ich beispielsweise einen Leitungsschutzschalter runtergemacht, der für Schlafzimmer gewesen ist und wusste, okay, das hier ist Ankleidezimmer und das hier ist Schlafzimmer. Und dann habe ich ein FI ausgemacht. Und dann geschaut, welche Steckdose für Ankleidezimmer ist. Einfach hier durchpiepen. Da sieht man schon, weil hier haben wir nichts. Lampendraht für Ankleidezimmer war sowieso Dings. Und hier haben wir Schlafzimmer. Und irgendeiner muss hier für Schlafzimmer sein. Das wäre dann die Phase. Auf jeden Fall habe ich dann meinen schönen Vago-Koffer genommen. ADA Dreier Vago. Dann muss ich jetzt, bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Bedeutet, dass ich jetzt nochmal kurz messen muss. Also, was ich definitiv weiß, ist einmal, das hier ist der Draht zur Lampe. Der muss jetzt auf Ankleidezimmer. Das heißt, ich schalte hier nochmal eben zu. Okay, das ist für Ankleidezimmer. Dann kommt die Phase hier drauf.
Und was noch für Ankleidezimmer ist, ist die Steckdose. Genau. Die Steckdose kommt einmal hier drauf. Und das andere ist einfach nur die Phase für Ankleide, für Schlafzimmer. Und das hier ist so, damit der Strom für Licht und Steckdosen im Schlafzimmer ist. Dann konnte ich alles verbauen. Den Kreuzschalter natürlich wieder einbauen. Und jetzt konnte ich ein FI anmachen. Konnte beide Leitungsschutzschalter anmachen. Konnte sagen, wir haben hier Strom. Wir haben hier Strom. Plus, dass wenn ich jetzt sie hier ausschalte, haben wir auf einen der beiden keinen Strom mehr. Das wäre hier. Hier haben wir noch weiterhin Strom. Und dann kann ich den einschalten, den hier ausschalten und sagen, dass wir hier immer noch Strom haben jetzt und hier dafür nicht. Jetzt sind die beiden Räume tatsächlich voneinander getrennt. Was will ich schlussendlich damit sagen? Man darf sich nie darauf verlassen. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass wenn man den hier beispielsweise raus hat und es wieder vorgeklemmt ist und der eingeschaltet ist, der Leitungsschutzschalter und der FI eingeschaltet ist, dass wir hier eine Rückspannung haben, die aus der Schalterdose kommt und somit hier 230 Volt anliegen. Ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich das in der Form gesehen habe. Plus, dass man sich nicht darauf verlassen kann, oh, ich schalte mal Schlafzimmer aus, jetzt müsste ja im Schlafzimmer aus sein. Nein, wenn irgendwer das so gemacht hat, dass vom Ankleidezimmer der Strom in den Schlafzimmer rübergebrückt wird, dann hilft auch das nichts, sich auf den Leitungsschutzschalter zu verlassen. Immer hier zweipoligen Spannungsprüfer auf Tasche haben und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.